Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, was ist denn da eigentlich los? Ja, wenn du eine Matrix-Zertifizierung hast momentan, dann ist dieses Video ja absolut Pflichtprogramm für dich. Warum? Weil ich in diesem Video auf diese Benachrichtigung, auf diese Mitteilung vom DAX eingehen werde, ja, was jetzt eigentlich schon über ein Jahr her ist, ja, 1,5 Jahre fast, aber trotzdem immer noch total aktuell ist. Es geht um die Fragestellung, wann ist denn eine Matrix-Zertifizierung überhaupt zulässig? Ja, was sind die Grundvoraussetzungen und worauf muss man eigentlich achten? Wann ist sie nicht zulässig? Ja, da hast du dann die Möglichkeit, letztendlich auch für dich nochmal zu überprüfen, dass du ja natürlich nicht riskierst, dass deine Zertifikate von der Wand fallen. Ja, also das war, ist und bleibt immer noch ein großes Thema, obwohl diese Thematik eigentlich schon über ein Jahr her ist. Ja. Es fallen und es sind Zertifikate von der Wand gefallen, leider Gottes, ja, aber das hat natürlich auch seine Gerechtfertigung. Und damit dir das nicht passiert, schau dir auf jeden Fall das Video an. Ich gehe hier auf die Benachrichtigung, auf diese News vom DAX ein, ja, ganz konkret, und zeige dir einen speziellen Bereich, ja, der eigentlich alle Informationen bietet, der dich darüber informiert oder der dir auf jeden Fall nützen wird, wenn du deine Matrix-Zertifizierung sicherstellen möchtest. Ja, das Video ist auch an alle gerichtet, die mit dem Gedanken spielen, eine Matrix-Zertifizierung zu realisieren. Auch die müssen selbstverständlich diese Bedingungen erfüllen, damit überhaupt so eine Matrix-Zertifizierung gültig ist. Und auch die werden natürlich ihre Informationen hier abgreifen. Spannendes Thema, ist immer noch aktuell, also immer wieder taucht es auf, immer wieder gibt es Fragen, deshalb hier die Motivation für mich, das Thema ein für alle Mal hier auch zentral zu verteilen und zu informieren darüber, was die Datengrundlage angeht, ja, und was diese Informationen angeht und wie die Vorgehensweisen aussehen und welche Möglichkeiten du hast. Bleib also dran, bis gleich. Ich nehme dich mit auf meinen Rechner, wir schauen uns das direkt an. Hier an, diese Benachrichtigung vom DAX, und ich zeige dir ganz konkret die Bereiche, die dich betreffen. Ja, bis gleich. Herzlich willkommen auf meinem Rechner. Ich habe die DAX-Seite schon mal hier angeschmissen. Es geht um diese Mitteilung. Ja, diese Mitteilung ist schon, ja, ich sag mal, relativ alt, aber trotzdem immer noch aktuell. Ja, immer noch aktuell. Warum? Weil unterm Strich diese Matrix-Zertifizierung natürlich immer noch getrackt werden. Ja? Seit dem 10.05. quasi. Und wir werden jetzt in diesem Video konkret in die einzelnen Bereiche reingehen dieser Mitteilung. Ja, also der DAX hat ja auch wirklich sein Bestes gegeben, diese ganzen Punkte, die relevanten Punkte einer unzulässigen Matrix-Zertifizierung rauszudetaillieren, sodass du hier auch die Möglichkeit hast, für dich und deine Organisation zu überprüfen, jetzt unabhängig vom Zertifizierer, der das natürlich selber auch macht nochmal, ja, aber für dich nochmal einfach sicherzustellen, dass deine Matrix-Zertifizierung ja, regelkonform ist. Lass uns direkt einsteigen, also diese ganzen vorab noch, ja, diese ganzen Links, ja, diesen Link, den findest du natürlich in der Videobeschreibung auch nochmal, ja, kannst dich direkt reinklicken. Du kannst aber auch direkt auf die DAX-Seite gehen und dann über hier Aktuelles und Meldungen dann quasi diese Mitteilung dir raussuchen. Genau. Ich empfehle natürlich auch den RSS-Feed, ja, das ist natürlich ziemlich cool, weil du dann quasi diese Push-Nachrichten kriegst, ja, kannst du hier direkt über dieses Symbol hier oben hier abonnieren, auch diesen DAX, die DAX-Mitteilung, so erreichen dich quasi alle Meldungen, ja. So, jetzt lass uns mal direkt einsteigen. Worum geht es hier? Es ist hier in Anführungszeichen das Thema Matrix-Zertifizierungen, weil es einfach umgangssprachlich so gemeint ist. Es gibt unterschiedliche Arten dieser Matrix-Zertifizierungen, ja, Stichproben-Zertifizierungen in der Regel, ja, aber auch Gemeinschaftszertifizierungen gibt es. Ich habe das Thema schon mal angesprochen in einem anderen Video. Ich verlinke dir das Video hier oben nochmal. Kannst dir alles angucken, ist auf jeden Fall relevant, weil Matrix-Zertifizierungen ja pures Geld sparen können, ja, wenn sie dann auch entsprechend regelkonform sind. Ja, warum? Jetzt stell dir vor, du hast ein Unternehmen, ja, was weltweit aufgestellt ist mit, was weiß ich, 100
Niederlassungen zum Beispiel oder Einzelniederlassungen. Ja, oft ist ja die rechtliche, die legale Struktur eine andere wie die organisatorische Struktur. Dennoch gibt es die Möglichkeiten, dass man diese Matrix-Zertifizierung entsprechend abwickeln kann. Und genau da ist quasi auch hier das Thema vergraben. Ja, bis wann kann man es machen? Ja, wann ist die Möglichkeit ausgeschöpft? Ja, und ab wann muss man dann anfangen, in Kombinationen reinzugehen, dass man sagt, wir brauchen jetzt Einzelzertifizierung, ja, oder sonstige andere Konstrukte. Ja. Genau, worum geht es hier? Hier hast du einmal eine kleine Zusammenfassung, ja, worum es hier geht. Das ist also nochmal deutlich ausladender erklärt, eigentlich das, was ich dir jetzt direkt kurzfristig gesagt habe, ja, hier in ein paar Worten. Es geht halt einfach darum, wann ist eine Matrix-Konstruktion wirklich zulässig. Ja. Und es spielen auch Unterzertifikate eine Rolle. So eine Matrix-Zertifizierung besteht, sage ich mal, aus dem Hauptzertifikat mit so einem Anlagedokument zum Beispiel. Und in dem Anlagedokument sind dann diese Einzelniederlassungen der Matrix aufgelistet mit ihren Geltungsbereichen. Ja. Und das sind die Unterzertifikate. Ne? Und jeder Einzelne kriegt ja nochmal separat quasi für seine Niederlassung ein Zertifikat. Ne? Also das ist so diese Konstruktion, worum es hier geht. Ja? Und hier gibt es ein PDF-Dokument, da klicke ich mich direkt rein. Finde ich immer sehr angenehm, weil man alles an einem Stück hat, in einem Dokument und es auch durchsuchbar ist. Ne? Die Mitteilung ist vom 10.05. Hier wird nochmal die Zusammenfassung dargestellt, wie eben gesehen. Ja? Und dann hier der Kontext. Ja, was steht in dem Kontext drin? Wir können es natürlich hier gemeinsam durchlesen oder ich sage es dir einfach kurz. Ja, in dem Kontext steht hauptsächlich Folgendes drin, und zwar, dass Zertifizierungen wichtig sind, ja? Und dass sie auch einen Vorteil bringen. Ja? So. Und aus dem Grund einfach hier ein gewisses Augenmerk drauf liegt, ja, auch bezogen auf die auf gesetzliche Anforderungen zum Beispiel, gesetzliche Grundlagen, wenn wir im Bereich der ISO 50001 unterwegs sind, da geht es also um pure Euros auch, ja, aber auch in anderen Bereichen, ja, wenn man zum Beispiel, und das ist das, was ich Startups ständig sage. Ich sage, Leute, macht euch frühzeitig Gedanken darüber, ob ihr ein Managementsystem nach ISO 9001 zum Beispiel haben möchtet oder aufbauen möchtet. Warum? Weil du halt einen Vorteil hast, ja? Weil du in Lieferantenketten und Lieferketten reinkommst, wenn du ein ISO 9001 hast. Und dass du in diese Ketten nicht reinkommst, wenn du keins hast, ja? Und hier wird es nochmal vom DAX bestätigt, und der DAX hat auf jeden Fall den Rundumüberblick, sage ich mal. Ne? Und die schreiben das hier auch so rein. Ja, in vielen Bereichen ist die Zertifizierung eines wirksamen Qualitätsmanagementsystems, zum Beispiel nach ISO 9001, eine der Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Produkten oder die Erfüllung von Mindestqualitätsanforderungen, also die Lieferanten gelistet zu werden oder um zum Beispiel günstige Konditionen in der Berufshaftpflichtversicherung zu erhalten. Ne? Also das sind unterschiedliche Faktoren. Das ist hier der Kontext. So, und was ist der Anlass der Warnung? Hier steht drin, dass dem DAX aufgefallen ist, dass unzulässige Konstrukte hier im Umlauf sind. Ja? Du weißt ja, der DAX überwacht letztendlich die Konformitätsbewertungsstellen, sprich die Zertifizierer, dahingehend, dass diese entsprechende Regularien einhalten. Ja? Und ein Thema sind diese Matrix-Zertifizierungen, da sind die drüber gestolpert, ja, und haben festgestellt, hoppla, der ein oder andere Zertifizierer, also ich habe da keine belastbaren Zahlen, ja, aber ich kann mir durchaus vorstellen, vielleicht sogar alle, ich weiß es nicht, ja, Zertifizierer, haben einfach so ein Thema auf der Brust, ja, dass sie gegebenenfalls zu weitreichend diese Möglichkeiten ausschöpfen, ja. Und das ist also in schnellen, knappen Worten das, was hier in diesem Absatz drin steht. Ja, es geht darum, dass einfach keine Unterzertifikate oder Matrix-Konstrukte entgegen den Regularien hier aufgestellt werden sollen und dürfen. Ja, so. Genau. Insbesondere auch deshalb, weil zum Beispiel, gerade wenn du jetzt so Kostenfragen hast, ja,
kann es natürlich sein, dass zum Beispiel so eine Zertifizierung auch eine wesentliche Rolle spielt. Ja? Und wenn man dann im Nachgang feststellt, ja, stell dir vor, du hast in irgendeiner Form Personenschaden, ja, und im Nachgang findet man heraus, dass man ja diesen Personenschaden ja, unzulässigerweise oder dadurch generiert hat, dass man überhaupt berücksichtigt worden ist als Lieferant oder als Dienstleister und dass diese Berücksichtigung auf Basis einer Zertifizierung stattgefunden hat und dass diese Zertifizierung jetzt eigentlich unrechtens war, ja, dann hast du ganz, also ruckzuck, ich bin zwar kein Jurist, ja, aber ich habe ein Gefühl dafür und dann hast du auf jeden Fall eine komplexe Situation, die nicht so ohne weiteres geklärt werden kann, wer jetzt eigentlich hier ja, an den Pranger gestellt werden muss. Und um solche Sachen zu vermeiden, ist das Thema hier jetzt einfach auf der Tagesordnung. Ja. Der wichtigste Bereich, den ich hier in dem Video ansprechen möchte, ist dieser Bereich. Deshalb habe ich hier schnell hergezoomt. Ja. Und was dir am meisten hier einfach an Informationen bietet. Jetzt unabhängig davon, ob du schon eine Matrix-Zertifizierung hast, ja, muss das natürlich auch, ja, über deinen Zertifizierer geklärt werden, diese Frage. Also wenn du in einer Matrix-Zertifizierung bist, dann wirst du das Thema vielleicht kennen. Aber unabhängig davon kannst du das natürlich auch für dich selber nochmal abprüfen. Und das trifft auch Unternehmen, die gegebenenfalls mit einer Matrix-Zertifizierung liebäugeln und gerne in einer Matrix organisiert sein möchten, ja, zertifikatstechnisch. Und hier auch die können dann hier auch nochmal nachschlagen und gucken, was da eigentlich die Sache ist, ja. So, also, wie erkennt man die fehlerhafte und unzulässige Zertifizierungspraxis? Ja, im Fall von unzulässigen Matrix- oder Verbundzertifizierungen wird regelmäßig potenziellen Interessenten an einer Zertifizierung der Beitritt in eine bzw. die Mitgliedschaft in eine sogenannte Qualitätsgemeinschaft, einen Verein, eine Genossenschaft oder eine andere Gesellschaftsform angeboten, die als Verbundzentrale und Matrix fungiert und die Matrix- oder Verbundzertifizierung organisiert. Ja? So, das ist also ein einleitender Satz, der nichts anderes sagt als, dass es Unternehmen gibt, die im Prinzip andere Unternehmen dazu einladen, bei ihnen im Managementsystem in der Matrix mitzumachen. Ja? Und diese dann als Zentrale fungieren. Ja, in der Regel sind es so Beratungsgesellschaften, zum Beispiel irgendeine Beratungsfirma, die dann ihren Kunden sagt: Hey, komm, ich mache für dich die Beratung und du kannst bei mir auf dem Zertifikat mit auftauchen und kriegst sogar dein eigenes Unterzertifikat. Ne? Das ist so dieses Konstrukt, worauf der DAX hier hinzielt, ja, und sagt, das geht natürlich nicht. Ja. Die Verbundzentrale erbringt regelmäßig Beratungsdienstleistungen an die Mitglieder, zum Beispiel indem es Blanket QM-Handbuch für alle Mitglieder zur Verfügung stellt und bei den Mitgliedern interne Audits durchführt oder eine Softwareplattform für die Mitgliedsunternehmen bereitstellt. So. Ja, also das ist im Prinzip das, dass dann quasi der Berater sagt, hier habt ihr ein Handbuch, das könnt ihr benutzen oder reinschreiben, was eure Dings angeht, eure Prozesse angeht, ja, dann komme ich halt regelmäßig mal interne Audits machen, und außerdem könnt ihr die Software nutzen. Ja. Jetzt unabhängig davon, das ist natürlich, also diese Beratungstätigkeit an sich ist ja zulässig, das ist ja kein Problem. Es geht nur darum, dass das Beratungsunternehmen, ja, wenn es zertifiziert ist, ja, nur das eigene Unternehmen zertifizieren kann und nicht noch zusätzlich quasi die Kundenunternehmen mitnehmen kann. Das ist das, worauf das Ganze hinzielt. Ja, diese Beratungs- und das wird hier nochmal unterstrichen. Apropos, die unterstrichenen Worte, das sind die schnellen, wichtigen Dinge. Ja, kannst du also immer wieder mal nachgucken. Beratungstätigkeiten sind zunächst ohne weiteres zulässig. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Natürlich geht es, ja, aber halt nicht in dieser. Die Verbund- oder Matrixzentrale behauptet aber, dass durch den Beitritt zu ihrem Verbund der Betretende einen Anspruch erhält, dass auch sein Unternehmen als getrennte Organisation, als zertifiziert gilt und er ein entsprechendes Unterzertifikat erhält. Ausgestellt auf die Organisation des Beitretenden und für dessen Dienstleistung gegenüber seinen Kunden. Ja, und das ist halt echt, echt, echt nicht möglich, ja, wenn du überlegst. Es macht ja auch sinngemäß, also gibt es ja nichts her. Ja, wenn du jetzt überlegst, okay, du hast so eine Matrix und das wird über einen Berater organisiert, ein Beratungsunternehmen organisiert und in der Matrix ist ein Arzt, ja, und ein Rechtsanwalt und ein Schweißfachbetrieb und ein, ich weiß nicht, Entwicklungsunternehmen und ein Hightech-IT-Unternehmen oder ähnliches, ja. Und alle haben sie ein Zertifikat und alle laufen sie über das gleiche Managementsystem. Und also das funktioniert natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt eine überspitzte Formulierung.
Ja, also du kannst natürlich bei dir in der Organisation mal schauen, ja, wie die einzelnen Bereiche miteinander verkoppelt sind, ob die was miteinander zu tun haben und so weiter. Aber dazu komme ich gleich im Text. So, genau. Es wird also zum Beispiel im Wege eines Unterzertifikats besteht, dass auch das Mitglied der Gesellschafter oder das Mitglied der Genossenschaft als gesonderte Organisation, zum Beispiel ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001, betreibt, obwohl die Zertifizierungsstellen nur einen Zertifizierungsvertrag mit der Verbund- oder Matrixzentrale geschlossen hat. Das Unternehmen des Mitglieds soll nach dem Konzept angeblich wie ein Standort der Verbund-, also hier wird nochmal klar, also vom DAX finde ich ja eigentlich klar ausgemalt, worum es hier geht. Ja, also mehrmals, auch redundant teilweise. So, worum geht es hier jetzt? Typisches Kennzeichen der Konstruktion ist weiterhin, dass der Gesellschaftszweck, Handelsregister, Vereinsregister und so weiter, der Verbund oder Matrixzentrale nicht identisch mit dem Gesellschaftszweck oder dem Berufsbild der Mitglieder ist. Ja? Das bedeutet, das, was ich gerade gesagt habe, das eine Unternehmen ist ein Beratungsunternehmen, das andere ist ein Hightech-IT-Unternehmen. Ja? Und die machen vom Prinzip her beide was komplett anderes. Ja? Also das heißt, dieser Bereich ist definitiv ein Punkt, wo du für dich hergehen kannst und sagen kannst, okay, wie ist es denn bei uns? Ja? Und sind die Bereiche so weit auseinander, dass wir sagen müssen, dass die gar nicht miteinander zusammenhängen, ja, vom Gesellschaftszweck her. So, hier wird noch ein Beispiel genannt, ja, also es kann auch Ärzte treffen, also Managementberatung und dann lauter Ärzte, unterschiedliche Ärzte oder Rechtsanwalt, Anwälte oder Schornsteinfeger oder Malerbetriebe oder sonst was. Diese Konstrukte sind einfach nicht erlaubt. Ja, waren sie noch nie und sind sie jetzt sowieso nicht mehr. Ja, sag ich mal. Und es ist immer die Frage, was macht die Zentrale eigentlich? Ja, aber es ist offensichtlich, dass ein Qualitätsmanagement mit dem Geltungsbereich Unternehmensberatung für die Verbundzentrale nicht dazu berechtigen kann, einem Arzt oder einem Rechtsanwalt die Konformität eines wirksamen Qualitätsmanagements für die anwaltliche ärztliche Leistung durch ein Unterzertifikat zu bestätigen. Denn dazu wäre ein völlig anderes Qualitätsmanagement von der Zertifizierungsstelle zu betrachten. Ja, und darum geht es eigentlich. Ne? Es geht darum, der Berater macht einen guten Job, aber wenn ich dem jetzt letztendlich hier bescheinige, dass er einen guten Job macht, ja, indem ich ein Zertifikat ausstelle, heißt es ja nicht automatisch, dass seine ganzen Kundenunternehmen auch einen guten Job machen, ja, beziehungsweise die Norm erfüllen oder ein Managementsystem betreiben, was hier nach zum Beispiel der ISO 9001 konform arbeitet. Ja. Solche Unterzertifikate, ja, sind nicht zulässig, ja, ganz einfach. Kennzeichen ist weiterhin, also neues Beispiel, dass die Mitglieder, zum Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter, ihre Dienstleistungen nicht über die Verbund- oder Matrixzentrale, sondern weiterhin völlig selbstständig gegenüber ihren Kunden erbringen. Ja, also das heißt, welche Verbindung, das ist die Frage, die du dir stellen musst, welche Verbindung besteht hier zwischen der Zentrale und der einzelnen Niederlassung quasi? Ja? Und wer liefert die Dienstleistung aus und wie ist die Schnittstelle dazu? Zentrale gegeben. Das ist auch eine Frage, die du dir stellen kannst. Ja, und das ist eine nicht unwesentliche Frage, weil man häufig auch zum Beispiel in Konzernstrukturen auch solche Situationen mitkriegt. Ja, dass man sagt, okay, also Bereich X macht sein eigenes Ding, ja, und trotzdem habe ich die Zentrale. Und in der Zentrale kenne ich vielleicht die Kunden nicht so in dem Detail, ja, von dem Bereich X, dem besagten. Und so weiter. Also da werden sich mit Sicherheit einige hier sehen können, ja, in dieser Situation. Ja, aber es geht noch weiter, wir sind noch nicht durch. Das heißt, dass die Kunden der Verbundzentrale regelmäßig nicht identisch sind mit den Kunden des Mitglieds bzw. der Gesellschafter. In der Regel hat die Verbund- oder Matrixzentrale gar keine eigenen Kunden, außer den Mitgliedern der Matrix für die Zertifizierung. Es wird deshalb auch international von einer künstlichen Organisation gesprochen, vergleiche IAF MD1. Ja, und hier habe ich zu dem Thema habe ich ein Video gemacht, ja, MD1. Soweit ich mich erinnere, wenn das so ist, verlinke ich dir hier oben das Video, kannst du direkt nachgucken, was da Thema ist. Ja. Die MD1, die definiert und ist diese Grundlage für die DAX bezüglich dieser ganzen Matrix-Zertifizierung. Ja. Die Verbund- oder Matrix-Zentrale hat regelmäßig auch keine Befugnisse als oberste Leitung im Sinne der ISO 9000. Eine solche oberste Leitung müsste innerhalb der Organisation in der Lage sein, Verantwortung zu delegieren und Ressourcen bereitzustellen. Das, liebe Freunde, ja, ist ein wesentlicher Punkt hier. Ja.
Ja, jetzt stell dir vor, du hast einen Konzern und es kann natürlich vorkommen, dass Bereich X quasi als Teil des Konzerns ja, eigenständig auch agiert, aber natürlich so Supporting-Funktionen hat von der Zentrale, keine Ahnung, Flottenmanagement, ja, Personal HR ja, oder sonstige Support-Dienstleistungen bekommt. Also sobald solche Schnittstellen ja, existieren, ja, können wir schon über Matrix diskutieren. Ja. Aber wichtig ist auch dieser Punkt, dass jemand, also die oberste Leitung, sagen wir mal die Konzernleitung, die Möglichkeit haben muss, Verantwortung zu delegieren und Ressourcen bereitzustellen, also Personal einzustellen oder zu entlassen. Ja. Und so, wenn das nämlich nicht so ist, dann gibt es hier ein Problem. Ja, das ist einfach so. Diese durch die oberste Leitung gelenkte Organisation oder Unternehmen muss weiterhin selbst die Leistung gegenüber dem Kunden gemäß ISO 9000 erbringen und diese Leistungserbringung muss nach ISO 9001 gesteuert werden. Ja, auch daran fehlt das regelmäßige Verhältnis zwischen Verbundzentralen und Mitgliedern in der von der DAX beanstandeten Verfahren. Genau, also, ich wiederhole den Satz nochmal, diese durch die oberste Leitung gelenkte Organisation oder Unternehmen muss weiterhin selbst die Leistung gegenüber den Kunden erbringen und diese Leistung muss nach ISO 9001 gesteuert werden. Ja. So, die Frage ist, findest du dich da wieder? Ja, wer steuert hier die Leistungserbringung, sage ich mal, dem Kunden gegenüber? Ja. Ist es die Zentrale oder ist es die Organisation? Die DAX weist darauf hin, dass die Feststellung der hier dargestellten unzulässigen Konstruktion jeweils eine Einzelfallprüfung unter Betrachtung der konkreten vertraglichen Regelung erfordert. Ja, das heißt, also wenn in irgendeiner Form das Thema aufpoppt, dann solltest du mit deiner Organisation auch vertraglich safe sein, weil das ist das, was hier geprüft werden würde und werden wird. Ja. Und zwar frag dich, wie ist denn die Schnittstelle zwischen der Zentrale und den einzelnen Organisationen geregelt? Ja, sind das Niederlassungen? Ja, sind das Zweigstellen? Oder hat die eine Organisation mit der anderen gar nichts zu tun? Welche ausgelagerten Prozesse, welche zentralen Prozesse existieren denn eigentlich? Ja, gibt es sowas? Oder hat man vor Ort einen separaten HR? Ja, und der Trend ist, oder der Tipp hier ist, je mehr eigenständig hier vor Ort erledigt wird, ja, desto stärker hat das Ganze den Charakter, dass keine normkonforme Matrix-Zertifizierung möglich ist. Ja. Und deshalb, also diese Gesamtsituation ist einfach gewissenhaft zu prüfen. Ja. Frag dich, was macht die Zentrale, was für Dienstleistungen bringt die Zentrale, wie sieht die vertragliche Situation aus, kann jetzt der Konzernboss mich rausschmeißen, ja? Kann er auch andere einstellen oder wie ist das geregelt? Ja, das sind die Fragen, mit denen man sich entsprechend auseinandersetzen muss, ja? Der wichtigste Bereich. Ja? Ich scroll hier trotzdem noch weiter, jetzt hat es hier noch ein paar Beispiele, ja? Was hier möglich ist und was nicht möglich ist, ja? Also es sieht komplexer aus, sag ich mal, als es ist. Ja, aber ich will jetzt da nicht im Detail drauf eingehen. Ja, es geht hier in dem Video wirklich nur darum, eine Hilfestellung zu bringen, ja, was denn eigentlich hier geregelt ist, DAX-technisch. Ja, oft sind da auch Fragezeichen in den Köpfen drin, ja, dass man nicht genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich die Sache. Ja, der eine Auditor sagt das, der andere sagt das, ja, die Zertstelle sagt das, die andere Zertstelle sagt das. Ja. Und so weiter und so fort. Und alle beziehen sich hier eigentlich auf dieses Dokument. Und deshalb schau es dir an, wenn du im Matrix-Verfahren bist. Ja. So, hier hat man Pfeile und so weiter. Das habe ich schon beim ersten Mal ein bisschen komisch gefunden, unterm Strich. Ja. Und hier diese Gesamtsituation, da sind Verträge im Spiel und so weiter und so fort. Ja, also das will ich uns hier wirklich ersparen. Ja. So, was hat es hier noch? Was kennzeichnet im Einzelnen eine fehlerhafte und unzulässige Matrix? Zunächst ist der Gesellschaftszweck ja, nicht identisch. Also das heißt, wie gesagt, das eine Mitglied des Unternehmens macht was anderes als das andere. Ja, und keiner macht das Gleiche wie die Zentrale. So. Genau. So, und dann Verbund. Genau.
Dann, wo fängt denn der Satz hier an? Kennzeichen ist weiterhin, dass die im Geltungsbereich des bestätigten Dienstleistungen oder Herstellungen, die dem Managementsystem unterfallen soll, nicht über die Verbundzentrale oder mal gegenüber dem Kunden erbracht wird. Ja? So. Also, ne? Kann man das, also das wird nochmal wiederholt. Die Kunden der Verbundzentrale sind nicht identisch mit den Kunden der Mitglieder. Dies entspricht nicht den normativen Anforderungen. Und so weiter und so fort. Also das wird halt hier nochmal unzulässige Matrix. Ja, also hier hast du auch die zwei Beispiele. Also du kannst hier dann wirklich den Kopf zerbrechen, was hier drunter fällt. Ja, also ich habe mein Bestes hier gegeben, ja, und ich glaube, das ist auch genug, um einfach mal verstehen zu lassen oder ein Gefühl dafür zu kommunizieren, worum es hier geht. Ja, also wenn man in einem Verbund, in einer Matrix organisiert ist, dann müssen die Dinge miteinander zusammenhängen. Punkt. Ja. Und der DAX, der formuliert hier das entsprechend hier konform aus, dass da die Einzelbereiche normal referenziert werden. Wenn du ISO 9000 zum Beispiel vorliegen hast, kannst da viel hier nachschlagen, ja. Und da schlau sein. Ja. Aber am Ende des Tages kommt es letztendlich trotzdem auf die Zertifizierungsstelle an. Ja, die wird das natürlich auch prüfen. Es ist wichtig, diese entsprechende vertragliche Situation darzulegen, ja, dass du einfach diese Möglichkeiten hast, dann auch. Und einfach zu gucken, wie sieht es mit dem Durchgriffsrecht auch aus. Ja. So, und das ist halt, sage ich mal, haben wir das jetzt hier alles? Ich gucke mal hier nochmal schnell, warum wird diese unzulässige Konstruktion genutzt? Ja, welche Anforderungen verletzt eine Zertifizierungsstelle? Okay, und da kannst du auch alles nachgucken. In welchem Kontext steht dazu die internationale IFMD1? Ja, das, wie gesagt, einen Link kriegst du von mir auch, wenn ich so ein Video gedreht. Ich erinnere mich daran, dass ich eins gemacht habe. Aber ob ich die MD1 im Detail angeguckt habe, weiß ich nicht genau. Was bedeutet dies für akkreditierte Zertifizierungsstellen? Die Zertifizierungsstellen, die müssen jetzt natürlich, wurden jetzt richtig aktiv und haben mehr oder weniger quasi diese Nachweise eingefordert, ja, von den einzelnen Kundenunternehmen, Nachweise zu erbringen, wie die Zusammenhänge da stattfinden. Genau, in dem Sinne, also das ist es schon, ja, ist es schon. Also ich fasse nochmal ganz schnell zusammen, okay? Es ist ein Dokument mit 12 Seiten, sollte jeder kennen, dieses Dokument, der in einer Matrix-Organisation zertifiziert ist, ja, und dann scrollst du ganz schnell, also vergisst erstmal die ersten paar Seiten, das ist Prosa, und scrollst ganz schnell auf Seite 4 von dem Dokument. Den Link findest du natürlich in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Und klapperst die einzelnen Punkte hier ab, die unterstrichenen Tätigkeiten, genauso wie die fett markierten, ob das passt oder nicht. Ja? Also die Gesellschaftszwecke müssen gleich sein, die Matrixzentrale muss passen. Ja? Darf nicht irgendwie total was anderes sein, Beratungsunternehmen oder sonstige, also total unabhängige, nicht miteinander verbundene Gesellschaftszwecke hier und prüfst einfach hier diesen Absatz durch. Ja. Und wenn du Fragen hast oder auch die Möglichkeit hast, die einzelnen Querverweise hier nachzulesen, kannst du das genauso gut machen. Hier zum Beispiel 915, der ISO 17021, ja, oder auch der ISO 9000 hier 311, diese Begriffe, Begrifflichkeiten, oberste Leitung zum Beispiel wirst du hier finden, ja. Kannst du nachgucken und dich da voll vergraben. Ja. Genau, in dem Sinne, ja, ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Matrix-Zertifizierung und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Kommentar da, gib mir einen Daumen hoch und ich freue mich aufs nächste Video. Schreib mir, wie es denn bei dir ist. Also wir können hier auch in dem Rahmen einfach klären, wenn es Fragen gibt. Genau, in dem Sinne, ich wünsche dir nochmal alles Gute. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Video.